Randleman. Beiden kennen sich bestens, kommen nicht nur zusammen aus Columbus, Ohio, sondern sie trainieren auch noch meistens gemeinsam. 1,76 Meter Kevin Randleman, 93 Kilo, ein Energiebündel, Sie sehen selbst. Da kann man ja gar nicht bremsen. Fatih Kozamis, in Deutschland geborener Türke, der in Holland lebt, nette Mischung, groß geworden natürlich in Holland, hat da einen dicken Namen. 16 Kämpfe, 8 Siege, 6 vorzeitige, 26 Kämpfe, Kevin Randleman, 15 Siege, verwachsene Bilanz. Sehr starker Kämpfer, das hat sich schon erahnen lassen mit sehr guten Stand-Up-Skills, also aufrechten Kampffähigkeiten im Stehen. Komplexer, guter Kämpfer. Fatih Kozamis. Egal, eine Technik, die Kevin Randleman da am Tag legt, versucht im Stand seine Position zu finden, sich den richtigen Abstand für die Fäuste zu holen, um über Kozamis zu kommen, das Zahns zu bekommen, ein Monster. Er ist auch kein Kostverächter. Außer hartem Training hat er ganz gerne Partys und Frauen, sagt er selbst zumindest. 10 Einheiten die Woche im Trainingslager, naja. Kann man viel Zeit dafür bleiben. Zum ersten Mal in Holland, Kevin Randleman. Mit großen Stücke auf die holländischen Fighter. Also ist hier schon mit einer ordentlichen Portion Respekt hergekommen. Hebelt den Fatih Kozamis hier super aus. Aber Sie sehen es, der Ringrichter unterbricht den Kampf, zurück in die Ringmitte und genau in der gleichen Position muss es dann weitergehen. Da waren sie einfach zu weit weg. Macht dann doch kampfunfähig. Also das ist der Moment, in dem der Ringrichter einschreiten muss. Sonst immer das wachsame Auge für die mögliche Submission im Bodenkampf. Dann hat die Ecke ganz recht von Randleman. Der Körper wäre sicherlich besser zu erreichen als der Kopf. Kurze Haken, aber macht das ganz ordentlich, deine Defensive, Fatih Kozamis. Holding too much. Double shot. Hammer fist. Right up. Go.
So, die erste gelbe Karte für Rendleman. Wohl für beide Passivität. So und so sehen, schöne linke Haken von Rendleman und wieder die gleiche Technik und wieder fällt Kosanis drauf rein. Sehr wachsam. Kevin Rendleman. Und vor allem sehr überfallartig in seinen Aktionen. Also hier gibt es, das habe ich vorhin schon mal angesprochen, verschiedenste Möglichkeiten für die Punktrichter den Kampf zu werten, für den Fall, dass es hier über die Runden geht. Knapp 4 Minuten noch in der ersten Runde und dann folgen ja nochmal 5 in der zweiten. Natürlich die Aggressivität, wie stark bemüht sich ein jeweiliger Kämpfer, den Gegner K.O. zu schlagen oder zu unterwerfen. Und ich habe es vorhin auch schon mal gesagt, die Verletzungen, die zugefügt wurden, auch die gehen in die Wertung ein. Wie ramponiert sieht der Kämpfer aus? Und natürlich die Kombination im Stehen, die Kontrolle am Boden. Wer behält hier die Oberhand? Und das muss nicht unbedingt der sein, der oben ist. Es geht einfach nur darum, wer macht den stabileren Eindruck, den sicheren Eindruck, wer liefert Aktionen, wer ist in der Defensive stark. Da wird der Gesamteindruck gewertet und das Gewicht. Bei einem größeren Gewichtsunterschied als 10 Kilogramm kann das durchaus in die Wertung mit einfließen. So, die zweite Karte für Fatih Kosamis. Hab's mir ja geschworen, ich bin aufmerksam mit der Kartenverteilung. Eine für Rendleman, 2 für Kosamis. Bei der dritten geht's dann zurück in die Kabine. Im Ring rausgekommen, also wird die Position im Zentrum wieder neu eingenommen. Die letzte halbe Minute und jetzt hat er es ganz gut im Griff in der Defensive, Fatih Kosamis. Keine Aktion mehr zustande bei Rendleman. Hat
den da ganz gut in der Beinzange und schiebt ihn sich dann auch immer wieder mal weit genug nach unten, um seinen Kopf in Sicherheit zu bringen. Jetzt greift er da recht zügig um von ihm nach außen und umgekehrt, wenn das vonnöten sein sollte. Also ordentliches Ende dieser Runde für Fatih Kozanlis, nachdem zweimal danach aussah, als würde Randleman ihn darüber rollen können. 5 Minuten stehen noch an. We are here in Bushido Europe, so how do you enjoy? Can you tell me something about it? Peter Herz, dreimal K1 Champion, da steht's auch noch. Also eine große Gala hier in Holland, eine große Ehre auch für uns Holländer. Große Name Fedor Emelianenko zum Beispiel. Ansonsten findet er natürlich Bushido Europe toll für Holland, weil jeder zuschauen wird und weil Eurosport vor Ort ist. Naja, da hat er nicht ganz Unrecht. Also es müssten nach wie vor leichte Vorteile für Kevin Randleman bestehen. Allerdings, je länger die Runde dauerte, desto besser kam Fatih Kozanlis da zurecht. Allerdings eher permanent in der Defensive. Und wer glaubt, dass Randleman müde werden könnte, der darf sich eines Besseren belehren lassen. Er ist bekannt dafür, dass er über enorme Ausdauerwerte verfügt. Zweite Runde, Hälfte der Zeit, 5 Minuten. Versuch einer Wurftechnik bei Kozanlis und wieder in die Defensive gedrängt und kommt da einfach nicht zurecht. Mit dem wieseligen, mit dem kleinen. 7 cm ist eher weniger. Kevin Randleman mit 1,76 kommt einfach nicht zurecht. Also in entscheidenden Momenten fehlt ihm einfach die Aggressivität. Das Umsetzen, das schnelle Umsetzen. So sieht er sich halt immer wieder in der Defensive. Muss daraus das Beste machen. Müssen natürlich beide aufpassen, sind verwarnt, vor allem Kozanlis. Die nächste Karte wäre das Aus für ihn. Gut, die hat er verstanden hier und das ist dann doch die dritte Karte. Da tausche ich mich da jetzt. Na, da schwer ich mir im letzten Kampf noch, dass ich genau mitbekomme, wann es wie viele Karten sind. Und verpenne es hier schon wieder. Also es scheint dann doch erst die zweite gewesen zu sein für Fatih Kozanlis. Dafür kann ich mich mal entschuldigen. Naja, ist geschehen. Und da sieht man das ganz gerne. Ich glaube, es auch nur eine Ermahnung. Also,
ködert ihn, lockt ihn, aber macht dann wieder nichts draus und lässt sich wieder aushebeln. Das ist eigentlich das Murmeltier, das täglich grüßt. Der Fatiko Samis. So langsam kommt er bedenklich ins Hintertreffen. 1,5 Minuten noch Zeit, um das Kampfgeschehen in die richtige Bahn zu lenken für Fatiko Samis. 31 Jahre, Kosamis 33, Randleman, also erfahren sind sie beide. Alt genug, um zu wissen, was sie tun, aber noch nicht alt genug, um nicht mehr tauglich zu sein für diesen Sport. Ganz im Gegenteil. Die letzte Minute. Ja, Randleman versucht da mit den Knien Richtung Kopf zu kommen, sich in die richtige Position zu drehen. Da muss Kosamis aufpassen. Den Körper für die Ellbogen abdecken. Also da ist viel, viel Arbeit am Boden. Sich immer richtig zu positionieren. Nicht zu viel Schwäche geben, preisgeben. Aber ich glaube, dieser Kampf geht über die Runden. Da passiert nichts mehr. Das war's. Jawohl. Und wenn ich mich festlegen müsste, naja, würde ich schon aufgrund der Passivität von Kosamis Kevin Randleman in Front ziehen. Please be so kind to come to the ring for the prize giving. Het is een hele eer om die man hier in Nederland te hebben, dames en heren. Een van de hele grote namen die uit Japan hier naartoe is gekomen van de Pride. Mr. Tsunoda-san. Dus geef hem een heel groot applaus, dames en heren. Mr. Tsunoda-san from Japan. It's a great honor to have you here in our country, in the Netherlands. Also die Kollegen Veranstalter aus Japan für die Preisverleihung. Also da möchte man dann schon noch eine gewisse Gemeinsamkeit aufrechterhalten. Sicherlich auch, um sich nicht gegenseitig das Geschäft kaputt zu machen. Wird schwer, daran zu glauben, dass Kosamis diesen Kampf gewonnen haben könnte. Der Ringrichter holte sich zusammen, das Urteil steht also und wir lauschen der Dinge. Ladies and gentlemen, we have a unanimous decision. The winner is the man in the red corner, Kevin the Monster Randleman. Also das Monster fährt.